ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von Minga Gaming. Weiter geht's mit MLB The Show 22, unserem March to Oktober Modus mit den Los Angeles Angels und wir stellen uns der nächsten Herausforderung. Ihr seht es jetzt hier, ich bin bei den Oakland Athletics zu Gast und wir haben das neunte Inning und ich muss hier offensichtlich das Spiel nach Hause bringen, sozusagen. Ihr seht es hier, mit einer 27-14 Bilanz bin ich natürlich mega happy. Aber ne, 4 von 5 Teams in meiner Division haben eine positive Bilanz und 5 Spiele von Platz 1 bis Platz 4 sind natürlich auch kein Luxus. Los geht's. Schon mal ein erster schöner Strike. Das ist ein Ball. And that's ball one. I'm interested to see if they can keep this momentum or if they'll come back to earth a little bit. Next offering is foul back. Ja, jetzt hier auch mal natürlich den Better provozieren, auch wenn es hier der Ball zum 2-2 ist, dass er natürlich dann auch mal einen Ball swingt, der auch gar nicht unbedingt im virtuellen Fenster ist. Oh, 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 ah, okay, Flyout, sehr schön. Und damit haben wir einen von 3 Angreifern ausgepitcht und 2 brauchen wir noch. And first offering is fouled off. Starting to get some pretty good timing on that breaking ball, but he's going to have to stay ready for a fastball. Don't want to watch one go right by you. Sehr schön. For a strike. Ja. Das ist der zweite ausgestrikte Batter von den Athletics im 9. Inning und wir nähern uns dem Sieg in diesem Spiel, aber die Feste erst feiern, wenn sie fallen, aber komm, das ist das dritte Out, jawohl. Und damit haben die Los Angeles Angels in Oakland 6-5 gewonnen. Ihr seht, es ist ein sehr, sehr ausgeglichenes Match. Beide Teams mit 7 Hits und ich habe die in diesem Fall kleine Aufgabe bewältigt. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze auf unsere Saison auswirkt. Ihr seht jetzt hier nochmal die Statistiken kurz im Schnelldurchlauf. Und das ist doch mal ganz nett. Das ist wichtig auch gegen einen direkten Divisionsrivalen, in dem Fall sogar gegen das Team, was direkt hinter mir war. Insofern schon auch hier doppelt gut. Ihr seht es jetzt hier, gegen die Athletics habe ich gewonnen. Dann haben wir hier 3 Spiele gegen die Texas Rangers gehabt und davon 2 gewonnen. Das wird ja denn hier automatisch simuliert, da hat man keinen Einfluss drauf. Und jetzt mit Mike Trout gehen wir in die Heimserie gegen die Oakland Athletics. Let's go! Das ist also jetzt hier wichtig, eine gute Performance hinzulegen. Oh, in Los Angeles. Jawohl. Das erste Out könnte interessant werden. Mike Trout, at bat, der beste Batter oder einer der 5 bis 10 besten Batter des letzten Jahrzehnts in der Major League. Schade. Warum habe ich den nicht durchgezogen? Let's go. Ach, schade. Mike Trout. Marsh on at first. Nobody out. Here we go. Manaea moved to first. And he's back in easily. And the 0-2. Oh, das war gar nichts von Mike Trout. Bisschen schnell rausgekommen, aber die Angels führen immerhin mit 2-0. Aber der Gegner hat 2 Leute auf den Bases und erst ein Out. Das riecht also durchaus schon. Jawohl.
Ah, da rennt natürlich einer durch. Wenn einer läuft bei einem Flyout, kleine Regelkunde, dann muss er durchlaufen. Und da der natürlich schon an der dritten Base stand, musste der nur noch in die Final Base reinlaufen. Und das schaffst du natürlich aus so einer Position. Daher dieser Punkt auch gültig trotz Flyout, aber eben natürlich dann auch ein Better raus. Easy Job hier von Mike Trout im Centerfield und es steht mittlerweile 2-2 im dritten Inning. Mike Trout, wir brauchen ihn. Schade. Oh, den hatte ich eigentlich ganz gut gesehen. Nee, das wird ein Aus. So schnell ist Mike Trout dann auch nicht mehr im Herbst seiner Karriere. Und die Athletics führen 4-2. Ganz klar, sehr ausgeglichenes Match. Oder natürlich zwei auch sehr ausgeglichene Teams. Und das ist ein Out. In dem Fall natürlich wieder ein Flyout für Mike Trout. Ein Out im fünften Inning. Let's go. Okay, macht natürlich dann der andere Spieler. Ich glaube, der Shortstop ist hingerannt. Oder der Second Baseman. Das habe ich jetzt gar nicht ganz genau gesehen. Aber das passt schon. Ihr seht ja auch, wie das Licht den Schatten wirft auf den Spieler. Sieht schon cool aus. Alles mitberechnet hier. Out to center. And that will fall. They get it in quickly. So first and second now one out. Das riecht ein bisschen nach Punkten. Genauso war es auch. Ah, die Athletics werden sich das Spiel wohl nicht mehr nehmen lassen. Gehe ich einfach davon aus. Schöner Hit von Mike Trout. Ist jetzt natürlich auch wichtig, neben dem Spielergebnis natürlich, dass ich mit ihm performe, weil es geht da hier in Gänsefüßchen in erster Linie darum, mit ihm eine gute Performance abzugeben, damit er für die nächsten Spiele, sag ich mal, heißer ist und besser in Form sozusagen. Also allein der Sieg in dem Spiel selber ist jetzt nicht hundertprozentig ausschlaggebend, sondern auch, dass ich Mike Trout hier mit einer guten Performance raushol aus dem Match. Also zumindest mal einen guten Better jetzt dran. Ah, die Athletics auch schon immer ein interessantes Team in der Major League. Allein deshalb, weil sie in vielen Jahren einfach meistens mit einem Salary Cap arbeiten, mit dem andere Top-Teams wie die New York Yankees teilweise ein bis zwei Spieler bezahlen. Und damit können die Athletics eine ganze Mannschaft unterhalten. Das ist schon aller Ehren wert. Muss man ganz ehrlich sagen. Und auch ein Verein, den ich auf jeden Fall mag. Macht sie schon sympathisch. Das Freiburg der Major League sozusagen. Jawohl. Ihr habt es gerade gesehen. Es sind zwei Leute eine Base weitergerückt von mir. Dieser Wild Pitch Ball gar nicht so unwichtig. Weil ich könnte natürlich jetzt dafür sorgen, dass wir vielleicht einen 3-Run-Home-Run sehen. Das ist der 3-Run-Home-Run! Mike Trout! Da sag ich's noch! Und die Angels sind wieder im Match von 7-2 auf 7-5 rangekommen. Was für ein geiler Home-Run! Mike Trout ist in the house. Starker Home Run. Er ist einfach ein Biest. Und die Angels kommen wieder ran. Schaut euch diesen schönen Home Run an. Was für eine schöne Slow-Mo hier. Schön den Ball getroffen. Hab sogar noch ein bisschen gedacht, dass ich ihn unterschlagen habe. Also ein bisschen zu weit unten angesetzt habe, also den vielleicht ein bisschen zu früh getroffen habe, aber der war perfekt.
Da kommt kein Spieler mehr ran. Hier seht ihr es, die Angels haben zwar das Spiel verloren, aber Mike Trout mit 7-6 am Ende. Das ist natürlich echt ein bisschen schade und bitter, aber Mike Trout mit einer klasse Performance. Das dürft ihr auch nicht vergessen. Das ist natürlich dann für den Verlauf der Saison als Player Boost wichtiger, als vielleicht als Team jetzt einfach dieses Spiel mal zu verlieren. Ihr seht es jetzt hier, das Team-Momentum ist jetzt nicht großartig in sich zusammengebrochen. Das haben wir natürlich verloren. Gegen die Athletics haben wir also, oh, sehr stark. Gegen die Texas Rangers dann wieder gut gespielt. Gegen die Athletics 1-2 aus der Serie gegangen. Das ist absolut okay. Ihr seht es jetzt hier, 34-18 meine Bilanz. Und ich versuche natürlich weiterhin die Tabellenführung zu verteidigen. Ich hoffe, euch hat diese Folge mal wieder Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Reinschalten. Lasst ein kostenloses Abo zum Support da. Lasst einen Daumen da, nette Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus. Euer Jens von Minga Gaming. Bye, bye.